Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Ich melde mich zurück und kann mich heute über einen Neuzugang freuen. Und zwar habe ich mir noch eine Monstera gekauft, Adansonii variegata. Die hat jetzt hier drei Blätter. Ich habe die Pflanze bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ich wollte schon sagen, ersteigert. Nein, das ist ja das andere eBay. Ja, die Pflanze hat jetzt hier drei kleine Blätter, ist noch nicht so groß. Ich werde die auf jeden Fall später umpflanzen in mein, ja, selbstgemischtes Substrat. Ich habe da noch ein wenig, für eine Pflanze wird es reichen. Ja, in den nächsten Tagen möchte ich auf jeden Fall wieder neues Substrat mischen. Das werde ich auch auf jeden Fall filmen. Ich habe da nämlich eine sehr schöne Zusammensetzung und die möchte ich euch auch zeigen. Die Pflanzen gedeihen im Substrat wunderbar. Da ist auch Wurmhumus dabei. Und ja, mittlerweile habe ich da nichts mehr und muss wieder Neues mischen. Das werde ich dann später im Garten machen, auf der Wiese, werde die umtopfen und werde es euch auf jeden Fall auch zeigen. Ja, den anderen Pflanzen geht es super. Hier ist die andere Monstera, Adansonii. Die wächst ja auch wunderbar. Die Monstera Thai Constellation gedeiht prächtig. Hier haben wir den anderen Neuzugang. Das ist die Monstera deliciosa. Hier hinten ist die große. Da geht es auch super. Heute ist leider keine Sonne. Das Bild ist nicht so toll. Aber ich hoffe, ihr könnt es wunderbar sehen. Die anderen Pflanzen, die habe ich weggestellt, weil hier auf dem Tisch mittlerweile etwas wenig Platz ist. Ich habe mir heute noch einen Beistelltisch bestellt. Der ist 60 x 80 breit. Den werde ich hier rechts hinstellen, sodass alle Pflanzen vor dem Fenster hier auch genug Platz haben. Hier habe ich eine kleine Ranghilfe dran gemacht. Mittlerweile ist die Pflanze schon etwas größer geworden. Und da die Monsteras ja sehr gerne klettern, habe ich mich dafür entschieden. Die anderen Pflanzen stehen jetzt im Flur, die zeige ich euch auch. So, die sind jetzt hier. Hier ist auch eine kleine Ranghilfe. Allerdings nur ein dünnes Stöckchen, das reicht für die Pflanze erstmal, weil so groß ist sie gar nicht. Und ja, hier rechts ist ein Balkon, auf jeden Fall genug Sonnenlicht vorhanden. Und von den Temperaturen her ist es hier im Flur auch wunderbar. Zu den Pflanzen etwas mehr in der nächsten Folge, denn ich möchte hier auch, ja, so eine Pflanzentreppe hinmachen, damit ich hier im Flur auch ein bisschen mehr Platz habe für die Pflanzen. Aber ich habe mich da noch nicht zu 100% entschieden. Vielleicht kaufe ich mir auch noch ein zwei Wannen und ein größeres Brett, wo ich die Pflanzen hier einfach draufstellen kann. Erst einmal, solange die noch nicht so groß sind. Gut, dann bis später im Garten. Da werde ich die neue Pflanze umtopfen und zeige es euch dann auch ganz gerne. So, und da sind wir wieder. Jetzt habe ich die Erde schon mal zusammengemischt. Jetzt werden wir die kleine Monstera Adansonii variegata umtopfen. Das ist mein Neuzugang. Und die wird sich auf jeden Fall in der frischen Erde wohlfühlen. Hier als Drainage habe ich ein paar Steinchen drin. Die kennt ihr ja bereits alle. Und Orchideenerde. Die nehme ich jetzt einfach mal unten hin, weil die Pflanze auch recht klein ist. Und dann steht mir das Wasser da auch nicht unten drin. Und den Rest füllen wir dann mit der frisch gemischten Erde, mit dem Substrat. So, hier ist unser Pflänzchen. Das ist etwas braun, eigentlich an jedem Blatt. Ich hoffe, sie wird sich wieder erholen. So habe ich die Pflanze nun mal gekauft. Ja, ich hoffe, sie wird bei mir gedeihen und mit der Erde, selbstgemischten Erde, ist es auf jeden Fall ein Vorteil. So, dann holen wir die erstmal raus. Die Erde ist noch etwas feucht. Ich hoffe, es funktioniert. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier haben wir das Pflänzchen. Die spüle ich jetzt etwas ab, damit die Wurzeln auch sauber sind.
Dann kann ich mir die anschauen, wie gesund letztendlich. Das sieht aber super aus. Die Pflanze sieht gesund aus. Da ist auch kein Schimmel. Da ist auch nichts abgefault. Die Wurzel ist auch schon mal vielversprechend. Die Wurzel sieht auf jeden Fall besser aus wie die Pflanze letztendlich. So, dann setzen wir mal vorsichtig ein. Ein bisschen von unserem Substrat. Und schauen, dass wir hier auffüllen. Etwas nach oben ziehen. Ich mache es eigentlich immer erstmal ganz locker, um zu sehen, wie tief die Pflanze ist. So, das war's eigentlich schon. Sieht super aus. Das kann jetzt mal zur Seite. Und wir gießen an. Erstmal ein bisschen abspülen. So, und los geht's. Nach Bedarf kann man jetzt auch locker noch was dazugeben. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, sie fühlt sich bereits jetzt schon wohler. Noch ein bisschen Wasser hinzu. So. Es kann unten ruhig ein bisschen rauslaufen beim ersten Mal. Ich mache nicht zu viel Wasser rein, weil letztendlich spült man dann auch die letzten Mineralien heraus, die Pflanze auch benötigt. So, dann werde ich die jetzt zu den anderen dazustellen und werde euch auf dem Laufenden halten, wie die Pflanze sich in den nächsten Wochen verhält und wie sie wächst. Danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.